kann hier eine Berghütte errichten. Kann hier noch mehr Förster errichten. Also Försterei und Holzfäller. Da hätte ich gerne die Försterei und von mir aus da den Holzfäller. Dann können wir nämlich hier in unserer Berghütte kühlen. Hier kann ich Bäckereien anschließen. Gut. Lagerhaus ist errichtet. Gut. Der Hafen ist hier oben übrigens dieses Mal. Was sagt unsere Handelsrouten? Die sind immer noch ziemlich simpel. Gut, die Mehlproduktion steht, das heißt auch die Bodenproduktion dürfte bald stehen. Damit auch die Goldproduktion. Gut, gucken wir uns mal die Übersicht an. Also ja, Kohle ist nur dieses Gebiet hier. Könnte hier noch Weizen anbauen, aber ich glaube, da kommt eher da die Schafszucht hin. Also hier oben. Ja, Holz kommt rein, das ist gut. Ich überlege halt gerade, wo ich das Bier brauen hinpacken soll. Ja, erstmal warten, bis alles, was ich gerade baue, gebaut ist. Brauche auf jeden Fall diesen Sektor, um Eisen zu kommen. Find's lustig, wie in dem Sektor Holz gar nicht erwähnt wird. Obwohl ich hier unten doch Bäume habe. Ja, ich hoffe, dass ich hier bald wieder die Metropole wegnehme. Imperator kann ich hier nicht so leicht wegnehmen. Sonnenkönig, da tut sie zum Glück sich jetzt gerade eher nicht rumscheren. Aber ja, den Sonnenkönig können wir ja zum Glück durch Forschung ziemlich gut wegnehmen. Ja, und so Getreideproduktion ist schon recht groß, wenn man es so sieht.
Das wäre eigentlich auch eine Idee, noch hier hinzubauen. Wir haben keinen... Wunderbar. Eure Köhlerei wird euch schon bald mit Kohle versorgen. Mhm. Ja, durch die hier. Die Holzfäller. Und ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Gut, ich habe ja die Metropole wieder weggenommen. Eine Bevölkerungsbelohnung. Nehmen wir weiterhin Werkzeuge. Ja, die Brauereien errichte ich. Ah, Mist, da kann ich nur eine errichten. Okay. Das heißt... Hier dran vorbei. Und hier zwei Brauereien. Und gegenüber jetzt schon mal die Kirche. Hier passt sie nicht hin, also hier. Ich könnte sie auch einfach ans Ende bauen, aber nee. Hier die Kirche hin. Das heißt, da kommt ein Brunnen hin. Meine Steinvorräte sind ja hoch genug. Holz hält sich in Grenzen. Und ja, der braucht 3 Holz, um eine Kohle herzustellen, was schon recht viel ist. Holz kann ich leider nicht erhandeln. Gut, gucken wir mal kurz hier rein. Schweinezucht braucht 2 Getreide und 2 Wasser. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich hier drüben, wenn wir das Gebiet eingenommen haben, dort Schweinezüchten. Ja, das Gebiet einzunehmen dürfte etwas kritischer werden. Ja. Gut, da ich nur einen Köhler versorgen kann. Augenblick. Also ja, irgendwann wird Rowin wahrscheinlich noch das Gebiet hier oben einnehmen. Wenn ihr danach isst. Uns kann sie ja zum Glück nicht mehr so leicht einnehmen. Eigentlich ohne Kanonen, die sie nicht bauen wird. Hoffentlich. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, ob sie es nicht doch getan hat. Ja gut, durch die Holzverteidigung dürfte sie auch so noch durchkommen. Kirche wird gebaut, hoffe ich mal. Die Mehlproduktion hält gut. Also das sollte kein Problem sein. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass auch Weizen produziert wird. Okay, die Kirche ist fertig. Wie sieht unsere Baustoffe aus? Ja, wir brauchen mehr Holz. So. Mehr Holz.
etwas Prestige mehr. Ja, erstmal den Hausausbau hätte ich gerne. So, und jetzt sollten die beiden auch langsam mal ordentlich anfangen zu produzieren. Dass wir die ersten 6 mal losschicken können. Wobei, nee. Wie sieht unser Eisen aus? Nicht so Töfte. In dem Fall sorge ich mal mit Verpflegung, dass der mir mehr Kohle herstellt erstmal. Handelsgilde und so, habe ich gesagt, mache ich hier hinten irgendwo hin. Das heißt Militär. Was war der Übel hier hin? Ich habe nämlich 3 Waffen. Also ja. Hier eine Waffenschmiede noch hin. Und sie hat den Sonnenkönig. Was okay ist. Erst fürs Erste. Die Metropole, die ist gut umkämpft. Und ja, die Kaserne stellen wir mal ganz hinten. Sie können uns nämlich jetzt noch die Metropole wieder streitig machen. Wie sieht es mit den anderen Siegpunkten aus? Na gut, Feldmarschall, wenn sie den noch kriegt.